Personal Trainer und Preise. Was darf es denn kosten? Was kostet ein Personal Trainer? Was kostet die Stunde Personal Training? Und bezahlst du vielleicht deinen Trainer zu viel? Das gibt's auch, ja. Was darf es kosten, wenn man fitter, gesünder, schlanker, leistungsfähiger und schmerzfreier sein möchte? Und das in kürzester Zeit. Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Thomas Loch. Ich und mein Team unterstützen Menschen bei ihren Zielen, Vorhaben schon seit 2003. Okay, welche Möglichkeiten hast du erstmal an deinem Körper zu arbeiten? Du könntest in ein Fitnessstudio gehen. Ja, in ein Fitnessstudio. Problem? Standardplan, kein Checkup, keine gescheite Anamnese, keine guten Messverfahren, ist meistens leider so. Dieser Standardplan, den jeder kriegt und dann läuft man so alleine seinen Weg. Es ist nicht an der Tagesform angepasst. Man macht immer oder meistens dasselbe. Und es ist halt einfach ein bisschen standardisiert, was nicht verkehrt ist, wenn einem nichts fehlt und wenn man alleine es so hinbekommt. Okay, dann hast du die Möglichkeit, Gruppenkurse zu machen. Gruppenkurse sind auch gut, machen Spaß, aber sind leider nicht so zielführend, weil jeder Mensch das Gleiche macht, obwohl er unterschiedliche Probleme, Ziele, Wünsche hat. Dann gibt es noch Small Group Personal Training. Ja, Small Group Personal Training. Was das ist, weiß ich nicht. Ein Gruppentraining ist ein Gruppentraining. Ein Personal Trainer hat einen Anspruch, deswegen ist er Personal Trainer, will Qualität liefern, will Menschen perfekt betreuen, führen, korrigieren und das in der Gruppe ist nicht möglich. Da wird das Wort Personal Training einfach missbraucht. Okay, ein Personal Training sollte ablaufen erstmal mit einer Anamnese und einem Checkup. Alle Körperstrukturen sollten geprüft werden auf Kraft, Beweglichkeit, Dehnfähigkeit. Es muss eine Gesundheitsanamnese, eine medizinische Anamnese stattfinden, damit man einfach weiß, wen man vor sich hat. Danach muss eine bioelektrische Impedanzanalyse stattfinden. Der Körperstatus kann somit besser eingesehen werden und dann weiß man, in welche Richtung und wie man trainieren sollte. Oder wie man seine Ernährung optimieren sollte, Wasserhaushalt und so weiter und so weiter. Also eine bioelektrische Impedanzanalyse. Dann spielt das Herz eine ganz, ganz große Rolle. Dazu sollte dein Trainer natürlich deinen Puls ermitteln. Nicht mit einer standardisierten Formel, weil dazu brauchst du keinen Trainer. Da macht man eine Spiroergometrie oder eine Laktat-Leistungsdiagnostik, Leistungsanalyse. Ja, damit du sicher und gesund an dein Ziel kommst. Und das geht's ja. Es geht nicht, was kostet es, sondern erreiche ich überhaupt mein Ziel? Genau. Ein Personal Trainer sollte dir noch einen Ernährungsplan geben. Ja, einen schönen großen Ernährungsplan. Boom, hier für daheim. Dann sollte er dir Hausaufgaben geben, Übungen geben, einen Plan für daheim, einen Plan fürs Urlaub, einen Plan bei Nackenschmerzen, bei Rückenschmerzen, bei Knieproblemen. Er sollte einfach erreichbar sein, wenn du Probleme, Heißhungerattacken hast, nicht weiterkommst. Er soll einfach für dich da sein. Um das geht es im Personal Training. Eine feste Konstante, ein Ansprechpartner, wo das Ganze koordiniert, steuert, optimiert, anpasst. Und die Chemie muss natürlich auch stimmen. Ja, okay. Und es ist egal wie alt, klein, groß, Mann, Frau, dick, dünn, was für körperliche Probleme du hast, ein Trainer sollte damit umgehen können. Natürlich kann ein Trainer nicht alles alleine. Deswegen haben wir ja ein Team. Ja. Wir sind ein Team, weil ein Trainer, der behauptet, er kann vieles und alles, wird ein bisschen schwierig. Kann ich mir nicht vorstellen, alleine wenn man die ganzen Schulungen, Workshops absolviert, die Fachbücher liest. Also das kann ein Trainer alleine nicht so wirklich stemmen, alle Gebiete. Deswegen sind wir zum Beispiel unterteilt in mehrere Trainer und jeder hat so sein Spezialgebiet. Genau. Dann, ein ganz schöner Satz. Wer billig kauft, kauft zweimal. Ja. Wer billig kauft, kauft zweimal. Den Satz hast du bestimmt schon öfter gehört. Im Personal Training finde ich es noch ein bisschen verharmlost. Wer billig kauft, riskiert körperliche Schäden, die vielleicht nicht mehr reparierbar sind. Wer billig kauft, jemanden kauft, der wenig Ahnung hat, aber Geld spart, riskiert damit seine Gesundheit. Und das ist das Problem. Ja, da draußen laufen viele Wochenend-Hobby, ich mache mal nebenbei Personal Trainer rum. Ich nenne es mal Fast Food Trainer.
Also nichts gegen Fast Food, aber du kannst Fast Food konsumieren, ja. Aber ich bin eher Freund von dem Sternelokal. Ich mag qualitativ gute Sachen. Lieber wenige, aber dafür gute Sachen, ja. Und so ein Personal Trainer, wie läuft es ab? Man kann einmal die Woche, zweimal die Woche, dreimal die Woche trainieren oder sich alle 2 Wochen oder alle 3 Wochen treffen, dazu einen Plan bekommen, das Ganze steuern. Also Personal Training ist individuell auf den jeweiligen abgestimmt und deswegen sollte man da schon seinen, ich nenne es mal Trainingsführerschein, Gesundheitsführerschein schon einmal gescheit kaufen, damit das auch funktioniert und Hand und Fuß hat. Ja, weil man hat immer die Wahl, entweder im Blindflug, Attacke und Geld sparen, irgendwelche Schäden riskieren durch einfach Inkompetenz oder wenig Fachwissen, oder man nimmt sich einen guten Trainer. Und was darf ein guter Trainer kosten? Tja, ein guter Trainer startet bei 100 bis 110 Euro und geht bis 250 Euro pro Termin. Aber bitte mach nicht den Fehler und denke, ein Trainingstermin ist gleich ein Fitnesstermin. Mit einem Personal Trainer nur Fitness machen wäre schon ein bisschen wenig. Und nee, das entspricht nicht dem, was Personal Training wirklich ist. Also, was kostet ein Personal Trainer? Ab 100 Euro geht's los. Und wer billig kauft, kauft zweimal. Und es gibt da draußen noch Trainer auf dem Markt, den würde ich nicht mal 20 Euro zahlen. Ja, so ist es. Also Augen auf, klug wählen, einen Beratungstermin vereinbaren, schauen, ob die Chemie passt und dann kann es losgehen. Genau, und ich wünsche dir viel Erfolg bei der Suche nach deinem richtigen Trainer.